Victorias Freundin hat den Grundriss von der Wohnung in Paris geschickt. Und auch ein paar Fotos. Die ist wirklich wunderschön. Und von der Dachterrasse hat man einen Wahnsinnsausblick. Man sieht sogar den Eiffelturm. Wir beide in Paris. Bitte, Robert wird bald wieder gesund. Ich brauche dich. Und ich liebe dich so sehr. Bitte vergiss das nie. Wir haben schon so viele Probleme durchgemacht. Und das kriegen wir auch hin. Erinnerst du dich, als ich noch im Rollstuhl saß und da hast du mich Huckepack auf den Berg getragen, weil ich unbedingt deinen Lieblingsplatz sehen wollte? Nur wir beide. Und diese traumhafte Berglandschaft. Ich habe mich so frei und glücklich gefühlt. Und du hast gesagt, da oben alle Probleme kleiner werden. Aber weißt du was? Wenn wir zwei zusammenhalten, dann werden alle Probleme klein. Robert? Hörst du mich? Robert? Bestimmt noch nichts gefrühstückt. Kaffee? Oh, nein, danke. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Ich habe das Gefühl, ich habe schon eine Kanne Espresso getrunken. Entschuldigung. Ein O-Saft und noch mal das Früchte-Wellness-Müsli, bitte. Gerne. Vitamine haben noch keinem geschadet. Besonders nach einer langen Nacht. Hm? Schwester Bertha hat mich gezwungen, nach Hause zu gehen. Wenigstens für ein paar Stunden. Aber ich habe auch gesagt, ich kann nicht schlafen. Wie geht es, Robert, denn? Gut. Gut. Ich habe ihm die ganze Nacht Geschichten erzählt von Sachen, die wir zusammen erlebt haben. Ich bin mir sicher, dass er mich hört. Woran erkennst du das? Manchmal rollen seine Augen unter den Lidern hin und her. Oh Gott, das ist ein Wahnsinnsfortschritt. Ja, er reagiert. Ich meine, das ist doch ein Zeichen dafür, dass er keine geistigen Schäden erlitten hat, oder? Miriam, wenn Robert wieder richtig gesund ist, dann hat er das hauptsächlich dir zu verdanken. Und Quatsch, ich mache überhaupt gar nichts Besonderes. Und ob. Danke. Schön. Danke. Ich bewundere dich so für deine Kraft. Weißt du, was komisch ist? Ich habe das Gefühl, dass Robert mir die Kraft gibt, das Ganze durchzustehen. Wow, der ist ja schön. Johann kann ja ein echter Gentleman sein. Der ist leider nicht für mich. Der lag da vor der Tür. Den muss jemand für dich hingelegt haben. Für mich? Ja, vielleicht ein dankbarer Patient, den du von seinen Rückenschmerzen erlöst hast. Obwohl, dann wären Rosen eigentlich schon hochgegriffen. Ah, ich glaube, hier drin ist des Rätsels Lösung. Vielleicht ein heimlicher Verehrer? Ich weiß, das kann nur ein Patient gewesen sein, der gestern bei mir war. Ah, und dann gleich Rosen, hm? Die Frau Händle kommt gleich, sehe ich gerade. Ich muss ganz schnell die Fangopackung vorbereiten. Ja,
Und die vielen Betten, die sehnsüchtig auf neue Bezüge warten. Ja. Also dann, ja. Bis später. Bis später. Danke für die schönen Momente, Felix. Hallo, Fiona. Ach, da bist du ja endlich. Von mir aus kann's losgehen. Die Weinprobe? Ach so, du, das hat sich erledigt. Ich war heute Morgen mit dem Felix Tarra schon beim Weinhändler. Hm? Wieso das denn? Na ja, außer mir ist er der Einzige mit Know-how im Fürstenhof. Und ich muss dir sagen, wir haben ein paar ganz exquisite Tropfen zu günstigen Preisen bekommen. Du wärst stolz auf uns gewesen, Frau stellvertretende Geschäftsführerin. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Was denn? Meinst du, ich habe deine diebische Freude gestern nicht bemerkt, als Victoria meine Einladung nicht annehmen konnte? Und jetzt versuchst du mir auch noch weiszumachen, dass dein Angebot rein freundschaftlicher Natur war, ja? Ich weiß nicht, wie du zu dieser Fehlinterpretation gekommen bist, aber ich wollte dir lediglich kollegial aushelfen. Hm. Und dein triumphales Grinsen war auch nur rein zufällig auf deinem Gesicht, ja? Vielleicht wäre es mal wieder Zeit für eine Gurkenmaske. Saalfeld. Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie einen Moment für mich? Ja, bitte. Danke. Ich möchte mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Also, was ich Ihnen gestern da in den Kopf geworfen habe, das war nicht fair. Ich kann schon verstehen, dass einem in so einer Situation mal die Nerven durchgehen. Trotzdem habe ich mich für alle Fälle mit Professor Thomas in Verbindung gesetzt. Das ist eine anerkannte Koryphäe auf dem Gebiet der Hirnforschung. Ja, wo praktiziert der? In Hannover. Leider verlässt er ungern die Klinik, um sich um Patienten in anderen Städten zu kümmern. Ja, als gefragter Fachmann ist das natürlich nicht verwunderlich. Ich muss es schaffen, ihn für Robert hierher zu bringen. Koste es, was es wolle. 3 Stunden geht mein Flieger. Ich will persönlich mit ihm sprechen und ihn überzeugen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Sie kennen ihn nicht zufällig? Ja, persönlich nicht. Ich habe seinen Namen öfters mal in medizinischen Fachzeitschriften gelesen. Er wird ja häufig zitiert. Sie sind nicht nur deswegen gekommen. Nein. Darf ich einen Moment? Ach so, ja, bitte. Danke. Dr. Bergmeister, ich habe eine Bitte. Solange ich weg bin, möchte ich meinen Sohn in den besten Händen wissen. Also ich glaube, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Er ist bei Dr. Sauer gut aufgehoben. Ja, schon, aber ich möchte, dass Sie sich um ihn kümmern. Also soweit das in dem Rahmen, in dem ich kann, möglich ist, werde ich das natürlich gerne tun. Aber ich bin nicht sein behandelnder Arzt und kann dementsprechend nicht direkt eingreifen. Ab jetzt sind Sie es aber. Wie meinen Sie das? Ich habe Sie bis auf Weiteres zum Belegarzt gemacht. Wie das? Durch eine kleine Geldspende. Der Klinikchef war mir noch eine Gefälligkeit schuldig. Sie sagen doch zu? Also, das muss Robert von Ihnen haben. Wenn Sie etwas wollen, dann setzen Sie das auch durch. Ja, die Saalfeldsche Dickschäligkeit ist manchmal zu etwas Nütze. Also? Ja, vielen Dank für das Vertrauen. Sie können sich auf mich verlassen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke. Ich danke.